Drei von mir hätte ich auch noch mal so gerne, ne? Aber die sind so teuer. Die sind richtig teuer. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Kindchen. Ja, Kindchen, ja. Ich suche Professor Langtree. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finden kann? Es tut mir leid, Kindchen. Ich kenne deinen Professor Langtree nicht. Wissen Sie vielleicht etwas über Dreharbeiten, die hier stattgefunden haben? Aber natürlich, Kindchen. Tatort Jersey ist schließlich einer meiner Lieblingskrimis von Agnes Beckford. Allerdings sollte man aus guten Romanen keine schlechten Filme machen. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle in dem Film spielt, oder? Kindchen, ich gehe nicht ins Kino. Diese Stars und Sternchen interessieren mich nicht im geringsten. Der Film, der hier gedreht wurde, heißt Tatort Jersey? Das ist richtig, Kindchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der müsste Professor Langtree seinen Namen geändert haben. Ahoi, Lüttesprotte. Der Krimi, den Sie hier gedreht haben, Tatort Jersey, haben Sie den angeschaut? Nein, mein Herr. Ich mach mir nichts aus Filmen. Bin lieber an der frischen Luft. Ja, dann tschüss. Hi. Verkäufer immer fragen. Tup, 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 tup. Hallo. Hi. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Was für eine Frage. Den habe ich mir gleich zum Filmstart im Kino angeschaut. Dreimal hintereinander. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle gespielt hat. Natürlich, Sweetheart. Wie könnte ich das nicht wissen? Trevor Byrne. Ein großartiger Schauspieler. Und so gut aussehend. Ich muss mir den Film noch mindestens drei weitere Male anschauen. Danke, damit haben Sie mir sehr geholfen. Die Hauptrolle in Tatort Jersey spielt Trevor Byrne, stimmt's? Stimmt genau, Sweetheart. Was für ein Mann. Ich liebe ihn. Ich bin nicht drauf gekommen. Genau. Ich mag ihren Sarkasmus jetzt schon. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ach ja, geil. Awesome. Ahoi, Captain. Ahoi, Lüttesprotte. Dieser Schauspieler, Trevor Byrne, der aus dem Film, der hier gedreht wurde, wie sieht der eigentlich aus? Woher soll ich das wissen? In der Zeitung war noch kein Bild von ihm. Dann bis bye später, bye, Captain. Hi. Hallo. Hallo. Sie zeichnen auch Porträts? Ja, schnell und leicht verdientes Geld. Ich hätte gern eins von mir. Sehr gern, wenn du 5 Pfund und 20 Minuten deiner Zeit erübrigen kannst. Na klar. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist toll, danke. Haben Sie wirklich gut hinbekommen. Das ist ein schönes Porträt. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Bedauere, ich bin kein großer Kinofreund. Ich will auch ein Porträt haben von mir. Nicht, dass ich wüsste. Wohnt er auch hier in St. John? Nein, er ist Filmschauspieler. Bis später. Wiedersehen. Hallo. Ach du schon wieder, Kindchen. Boah, Alter. Ich kann ihn nicht leiden. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Der Name sagt mir nichts. An welcher Bühne spielt er denn, Kindchen? An keiner. Er ist Filmschauspieler. Film? Kein Wunder, dass mir der Name des Herrn nicht geläufig ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye bye, du alte Schrolle. So. Hallo. Hi. Hi. Die Hauptrolle in Tatort. Stimmt, genau, Sweetheart. Da wäre ich jetzt nicht. Ich vergesse den Barkeeper total. Bye. Ich vergesse den Barkeeper ganze Zeit. Darf ich Sie noch mal stören? Aber klar doch, junge Dame. Das ist eine ziemlich beeindruckende Autogrammsammlung, Sir. Vor dem Tod meines Onkels haben sich eine Menge berühmter Leute hier ihr Pein schmecken lassen. Gott hab ihn selig. Ich musste versprechen, die Sammlung zu hüten wie meinen Augapfel. Kennen Sie den Film Tatort Jersey?
Oh ja, der läuft hier gerade im Kino. Wissen Sie vielleicht, wer darin die Hauptrolle spielt? Leider nein. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Sicher, junge Dame. Dort hängt ein signiertes Foto von ihm. Er war mal als Gast hier, aber lang vor meiner Zeit. Ich wollte fragen, ob ich mir wohl kurz das Foto von Trevor Byrne borgen darf, Sir. Um Himmels Willen, nein, junge Dame. Das sind einmalige Sammlerstücke. Es wäre auch nur für ein paar Minuten. Ich bring's dann sofort zurück. Nicht mal für eine Sekunde, junge Dame. Mist, sowas Doofes. Ich mache mich dann wieder auf die Suche. Und ich drück dir die Daumen, junge Dame. Die Gelegenheit ist günstig. Ich vertausche mein Porträt mit dem Foto von Trevor Byrne. Ich wette, wir sind schneller als der Fahrer und Anna fertig. Könnten Sie sich bitte mal das Foto hier anschauen? Ist das dein Professor? Nicht ganz, das ist ein Schauspieler. Aber Professor Langtree soll ihm sehr ähnlich sehen. Merzo, du es sagst, das muss dieser Mann sein, der jeden Nachmittag herkommt, um Besorgungen zu machen. Mit seinem Ruderboot liegt er immer da drüben am Kai. Alte war er noch nicht da. Du musst also nur hier auf ihn warten. Vielen lieben Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Dann bringe ich jetzt das Autogramm von Trevor Byrne besser wieder an seinen angestammten Platz. Mein Porträt brauche ich nämlich noch. Und dann warte ich, bis Professor Langtree kommt. Ui, was ist denn jetzt los? Mir ist auf einmal so schwindelig und übel. Ob ich den langen Flug nicht vertragen habe? Oder das Wahrheitsserum ist noch bei ihrem Blut. Halbe Stunde später. Professor Langtree? Ja? Mein Name ist Anna Brunner, Oskar Brunners Tochter. Sie erinnern sich doch an meinen Vater? Er hat Ihnen damals Fotos von der Schatulle der Neuen Welten geschickt. Kommen Sie mit, wir rudern zu meinem Domizil. Dort können wir ungestört reden. Ich übernehme das, Sir. Ich will das Porträt mitnehmen! Wo ist die Schatulle? Sie wurde zu meinem großen Bedauern zerstört. Aber ich konnte die Forschungsergebnisse meines Vaters retten. Er hatte an den Verzierungen eine bis dato unbekannte Substanz entdeckt. Aha, das erinnert mich an eine Passage aus der Edda. Gott Thor bringt in der Schatulle der neuen Welten die Kraft der Götter zu den Menschen. Warum haben Sie meinen Vater um diese Fotos gebeten? Woran haben Sie geforscht? Ich wollte anhand der Fotos die Runentexte auf der Schatulle entziffern. Dabei fand ich aber noch etwas anderes. Eine Karte, nicht wahr? Richtig, mein Kind. Eine erstaunliche Entdeckung. Gibt es doch kaum überliefertes Kartenmaterial aus dieser Zeit. Auch die Runen selbst waren ungewöhnlich. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Ich konnte sie zwar entziffern, aber der Text ergab keinen Sinn. Als ob er verschlüsselt worden wäre. Nur der Begriff Asgaror war klar und deutlich zu lesen. Asgard. Eine Karte, die den Weg nach Asgard weist. Ich wusste es. Oh, kuschelig. Was mit dem Porträt? Haben wir das mitgenommen? Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ich hole die alten Unterlagen aus meinem Arbeitszimmer. Cool, dass der in einem Leuchtturm wohnt. Ganz okay. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Meine Güte, du hast ja bestimmt seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen. Mal schauen, was ich hier so finden kann. Einige Minuten später. So, hier. Ich hoffe, es schmeckt. Hey, mein Leibgericht! Wusste gar nicht, dass man sowas bei der Army lernt. Und ich wusste gar nicht, dass du mal nichts weißt. Hier, Dad, für dich. Alles Liebe zum Geburtstag. Oh, Schatz. Du hast es nicht vergessen. Hey, danke. Naja, ich dachte, für deinen ersten Geburtstag, den wir zusammen feiern, muss es schon was Besonderes sein. Das ist, damit du mich immer bei dir haben kannst. Ach, Schatz. In Zukunft ist hoffentlich immer die echte Gwen bei mir.
Das war doch mal schön, Freunde. Das ist alles, was ich über die Schatulle herausfinden konnte. Was ist das? Zuerst dachte ich, es sei Teil der Verzierungen. Aber dann fiel mir auf, dass es genau in die kreisrunde Vertiefung auf der Schatulle gepasst haben muss. Es markiert bestimmte Runen und dient vermutlich zum Entschlüsseln des Textes. Leider ist es zerbrochen. Die andere Hälfte fehlt. Die hier? Wo hast du das her? Es lag in der Schatulle. Faszinierend, es passt. Jetzt kann ich den Text auf der Schatulle endlich entschlüsseln. Das wird aber ein Weilchen dauern. Kein Problem. Dann sollten wir uns so lange aufs Ohr legen. Ich denke, wir können alle eine Mütze voll Schlaf brauchen. Daddy? Ich bin hier, Schatz. Wann kommt Mom nach Hause? Gwen, du zitterst ja. Mir ist kalt. Ich mach dir einen schönen heißen Tee. Da steht doch Tee. Kann doch nicht so schwer sein. Was brauche ich zuerst? Nein, so wird Tee nicht gekocht. Wie war das nochmal mit der richtigen Zubereitung? Als Brite muss man so etwas im Schlaf können. Ist es nicht egal? Hier, mein Schatz. Danke. Daddy, Mom fehlt mir. Ja, mir fehlt sie auch. Ach, wenn doch nur alles wie früher wäre. Wenn wir das hier hinter uns haben, werde ich nur noch für dich da sein. Versprochen. Ich hab's geschafft. Mit dem Schlüssel war es ganz einfach. Und? Sie werden es nicht glauben, aber die Schatulle wurde aus dem Holz Yggdrasils geschnitzt. Und die Runen beschreiben tatsächlich den Weg zu den Wurzeln des Weltenbaums, Asgard. Die Erwähnung Yggdrasils und vor allem die Karte zu seinen Wurzeln ist aus historischer Sicht sensationell. Bisher gibt es kaum schriftliche Überlieferungen oder kartografische Darstellungen der Wikinger. Nach meiner Theorie hat die Kirche im Zug der äußerst brutalen Christianisierung Skandinaviens alle Karten und Schriften gehortet, um zu verhindern, dass irgendjemand anderes Zugriff auf dieses unschätzbare Wissen erhält. Leider lässt sich der Weg nach Asgard durch die Schatulle allein nicht erschließen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Abtei auf Gotland, wo man die Schatulle gefunden hat, auch die fehlenden Hinweise verborgen wurden. Es besteht zumindest eine gewisse Chance. Werden Sie uns begleiten? Nein. Und ich sage Ihnen auch wieso. In den verschlüsselten Texten habe ich eine sehr seltene Rune entdeckt. Und? Ich fürchte, sie ist Verheißung und Warnung zugleich. Sie kann für das Elixier des Lebens stehen, aber auch für... Ja? Ragnarök. Der Weltenbrand. Passen Sie gut auf sich auf. Oh, auf einen schönen Dampfer. Das ist geil. Das ist schön. Fünftes Kapitel, die Insel der Götter. Da war 4 ziemlich kurz. So im Vergleich. Aber 4 war bis jetzt so mein Lieblingskapitel. Das fand ich schön. Uha. Eine alte Kapelle. Nicht mal eine Ruine. Ich bezweifle stark, dass wir unter all diesen Trümmern brauchbare Hinweise finden. Vielleicht doch. Ich habe mir auf der Überfahrt die Aufzeichnungen des Professors mal genauer angeschaut. Dabei bin ich auf ein paar sehr interessante Fakten gestoßen. Hört, hört. Es waren 5 Mönche, die diese Abtei im 13. Jahrhundert gegründet haben. Während des Baus sind sie auf ein Hügelgrab der Wikinger gestoßen. Wenige Jahre später kam es zu einem unerklärlichen Massensterben unter den Bauern der Umgebung. Nur die Mönche blieben davon verschont und erreichten alle ein sehr hohes Alter. Nach deren Tod wurde die Abtei aufgegeben und geriet in Vergessenheit. Erst vor gerade mal 20 Jahren sind hier Archäologen aufgekreuzt und haben beim Buddeln die Schatulle entdeckt. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich leider nicht. Würden die Damen die Güte haben, mich einzuweihen? Die Archäologen haben bisher kein Grab gefunden, Gwen. Erinnerst du dich, was der Professor über die Christianisierung Skandinaviens erzählt hat? Wenn das Wikingergrab so bedeutend ist, wie wir vermuten, haben es die Mönche sicher gut verborgen. Korrekt. Irgendwo unter dem Gelände der Abtei muss sich das Grab des Trägers der Schatulle befinden. Und die Mönche haben es bewacht bis in den Tod. Sekunde. Träger der Schatulle? Ihr sprecht von Thor, oder?
Wir suchen hier Thors Grab? Genau, Thors Grab. Gotland ist die Insel der Götter. Wo sonst könnte also ein Gott der Wikinger bestattet sein, wenn nicht hier? Und Thors Grab wird uns den Weg nach Asgard weisen. Da bin ich mir sicher. Gwen, du kannst mir bei der Untersuchung der Säulen helfen. Okay, dann schaue ich mich hier so lange mal gründlich um. Und ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis denn.